So, hallo zusammen, da sind wir schon wieder. Neuer Tag, ein Tag nach meinem Betriebsausflug. Ganz fit bin ich noch nicht. Die Tagesaufgabe von gestern werde ich euch natürlich auch noch hochladen, damit da nichts verloren geht. Aber in erster Linie wollte ich natürlich mal wieder Danke sagen für jetzt 148 Abonnenten. Ich weiß nicht, es werden halt immer mehr und mehr und mehr. Aber ist natürlich auch schön zu sehen, um Gottes Willen. So, wer das unten mit dem Code auf sich hat, ich denke mal inzwischen wissen es eigentlich schon die meisten. Einfach unten in die Videobeschreibung reingucken. Da habe ich ein extra Video zu gemacht, wo ihr dann seht, wie man den Code einlöst, was es mit dem Code auf sich hat. Und an die alten Hasen unter euch, ihr wisst ja, die nächste Zahl wird dann bei 150 Abonnenten unten reingeschrieben. So, dann würde ich sagen, gehen wir schon mal damit direkt rein in den Shop. Bam, 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 bam. Und tack, was haben wir denn? Achso, die Waren ist rum. Haben sie echt stehen genommen? Okay. So. Dann haben wir einmal immer noch der Sumpfmann. Kriege ich auch noch die zweite. Danke. Aber da habe ich ja gesagt, mein Favorite ist es wirklich nicht. Ist halt einfach dieses Gesicht. Den hier wird man sich, könnte ich eventuell noch spielen, aber so an sich. Nee. 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 So, dann haben wir den Speerranger dabei. Der sieht eigentlich ganz nice aus, finde ich. Mit den Tätowierungen und so. Und für 800 finde ich eigentlich, ist der vollkommen in Ordnung. Klar, ist in Anführungszeichen jetzt nur hier gerade das Gesicht vermummt, aber die Tätowierungen und alles so an sich finde ich den Scan echt nice. Jo. Na doch, den kann man sich schon gönnen. So, dann haben wir die ganzen. Nee, ein komplettes Outfit. Fangen wir hier an. Hallo. Dankeschön. Ja, hat so ein bisschen diese. Sag schon, wie heißt denn diese Optik da mit diesen Kacheln? Ich komme gerade nicht drauf. Ja, soll halt so ein Future-Gedöns sein. Aber für 1200 ist der auch okay. Ich mag sowieso eher die dunklen Skins, weil die einfach. Ich finde sie einfach besser, die dunklen. Auch schöne Schulter, also am Oberarm, ist auch schön verpackt. Ne, der Skin ist definitiv zu gebrauchen. Die Schuhe sehen auch irgendwie nice aus. So eine Mischung aus allem, der Schuh. Der Schuh, der ist. So, dann haben wir den nächsten Kleider, gehörnter Jäger. Naja, wem es gefällt. Dann haben wir den Urstachel. Ja, da sehe ich zwar jetzt keinen Stacheln, weil im Prinzip ist es nur eine Axt. Und ein Knochenbeil halt. Und ein Ring unten am Griff. So, dann haben wir Knochenwespe wieder mit dabei. Der Skin wird ja auch oft. Also ich habe ihn ziemlich oft gesehen am Anfang. Ist natürlich der Piratengedöns da, da war der ja dabei. Hat eigentlich auch was, aber wie immer, mir ist er zu hell. So just for fun, aber wenn du wirklich damit richtig spielen willst, denke ich mal, fällst du damit ziemlich schnell auf. So, das waren die. Dann haben wir die Schattenagentin. Das ist halt so wieder, ja, kann man spielen, aber bei ihr gefällt mir absolut die Frisur nicht. Die Frisur geht gar nicht. Ich hasse so Frisuren. Gerade mal gucken, Stilvorschau. Na gut. Ja, so sieht es aus wie eine Mülltonne. Die sieht sowieso irgendwie so dick aus. Oder? Meine ich das nur? Irgendwie wirkt die dick. Und da ist total. Weiß ich nicht, sieht aus wie ein Müllsack. So, dann gehen wir schon mal weiter. Dann Emote, lass es regnen. Mal gucken, wann ich so hier zu Hause stehen kann. Kappa. So, der Eiszapfen. Den gibt es, glaube ich, auch schon ewig. Ding. Ding. Ich glaube, der kam ins Game rein, als auch die Schneewelt reinkam. So, dann haben wir los, los, los. Kein Ton. Ne, einfach nur die Bewegung.
Dann haben wir nochmal die Sumpfjägerin. Sieht aus wie so ein Dulli-Skin. Tut mir leid. Wie so ein Dulli. Also von die Brille und alles, das Grinsen. Wie so ein richtiger Dulli. So, dann haben wir noch Capoeira. Ja, ist nicht schlecht, aber mit dem Ton ist immer das Problem. Das ist so laut. So, und dann bei der Wahl hat es geschafft. Echt der Patronengurt. Ich habe nicht gewählt. Aber die Community hat entschieden, Patronengurt ist wieder drin. So, dann würde ich sagen, haben wir den Shop komplett durch. Und dann würde ich auch sagen, war es das schon mal, was das betrifft. Der nächste Shop kommt ja morgen erst, logischerweise. Dann werde ich gleich noch die Aufgabe machen. Und dann denke ich mal, werde ich heute dann halt wirklich einen Livestream machen, um die Teamaufgaben zu machen. Also heißt, ich werde euch halt ein bisschen helfen. Weil wenn ihr seht, warte, ich gehe mal gerade rein. Sei mit einem Freund und den letzten 20, das wäre kein Problem, das könnte ich mit meinem Sohn machen, aber hilft Teammitgliedern im Verlauf eines Matches bei 5 Eliminierungen. Das ist mal, also ich persönlich finde es eigentlich eine schwierige Aufgabe. Wenn du da nicht wirklich 2-3 gute Freunde hast, mit denen du spielen kannst, hast du echt ein Problem. Aus dem Grund werden wir das wahrscheinlich im Livestream dann probieren, beziehungsweise wir werden es probieren. Gucken, wer alles da ist. Und dann würde ich sagen, in dem Sinne, haut rein.